Ja, der nächste Beitrag führt uns ins Burgenland. Im katholischen Pfarrhof von Weiden am See sind derzeit 5 Männer untergebracht, die darauf hoffen dürfen, bald ein neues, eigenes Dach über dem Kopf zu haben. Und dabei handelt es sich nicht etwa um Flüchtlinge, sondern um griechisch-orthodoxe Mönche. Rund 20 Kilometer entfernt, in St. André am Zicksee, laufen die Vorbereitungen für den Bau des ersten orthodoxen Klosters in Österreich bereits auf Hochtouren. Geplant ist, dass die Mönche Ende 2017, Anfang 2018 ihr neues Heim beziehen können. Bis es soweit ist, leben die 5 im Pfarrhof und führen dort ein Leben nach den Regeln des Berges Athos. In Gebet und Arbeit, Stille und Weltabgeschiedenheit, Fasten und Wachen. Ja, und der Tag beginnt früh, wie sich mein Kollege Christian Ratzner überzeugen konnte. Herrgottsfrühe, nicht in der Ägäis, sondern am Neusiedler See. Der Berg Athos mit seinen vielen orthodoxen Männerklöstern ist weit weg von hier und doch in letzter Zeit ein wenig näher gerückt. Denn in Weiden am See, im katholischen Pfarrhof, der von Bischof und Pfarrgemeinde zur Verfügung gestellt wurde, wohnen Mönche, die nach alter Athos-Tradition leben. Im Weinkeller haben sie sich eine Kapelle mit überraschend viel Atmosphäre eingerichtet. Dort beten und feiern sie seit 4 Uhr früh. Die Mönche mit ihrem Abt sind von ihrem Stammkloster des heiligen Arsenius auf der Halbinsel Chalkidiki nach Österreich entsandt worden, um hier ein neues Kloster zu errichten. Es ist eine Gemeinschaft aus mehreren Nationen. Gebetet wird auf Deutsch, gesungen auf Griechisch. Abt Paisios stammt aus Deutschland und hat in Österreich katholische Theologie studiert, bevor er konvertierte und orthodoxer Mönch wurde. Als ich in mein Kloster in Chalkidiki auf dem heiligen Arsenius eingetreten bin, gegenüber vom Athos, wunderschön, war für mich klar, das ist der Ort, wo ich jetzt eintrete, wo ich lebe und sterben werde. Im Gehorsam hat mich nun mein Abt, mein geistlicher Vater, nach Österreich geschickt, um dieses Kloster gemeinsam mit meiner kleinen Bruderschaft, die ich vorher innerhalb unserer Gemeinschaft schon gebildet hatte, zu gründen. Wenn die Mönche um 7 Uhr aus der Kapelle kommen, sind sie schon lang auf den Beinen. Denn schon eine Stunde vor Beginn des gemeinsamen Morgengebets stehen sie auf. Um 3. Nicht alles, nicht immer gelingt das. Manchmal ist es schwer, aber das wird immer besser. Während des einfachen Frühstücks wird vorgelesen. Die Heiligen haben ihre Heiligkeit und geistige. Die Gedanken sollen nicht abschweifen von Heiligung und Heiligkeit. Die Regel des Athos schreibt einen strengen Rhythmus von Gebet und Arbeit vor. Fasten und Askese, Gehorsam und Gemeinschaft, aber auch Gastfreundschaft sind zentrale Werte. Die Mönche folgen den Regeln und versuchen vor allem, den Geist des Athos zu vermitteln. Aber anders als auf dem Heiligen Berg sind hier Frauen als Gäste willkommen. In der Tat, das ist die einzige Ausnahme, welche unsere Gemeinschaft macht, aber auch schon unser Mutterkloster gemacht hat. Nachdem unser Gründer und Abt vom Berg Athos runterkam, mit Geheiß des heiligen Paisios, war es klar, dass das Kloster für Gottesdienst und Gästeempfang wie hier geöffnet ist für Frauen. Berg Athos im Burgenland. Klöster prägen die orthodoxe Kirche, sagt der Abt. Sie seien wichtig und notwendig im Leben orthodoxer Gläubiger, als Orte des Gebets, des seelsorglichen Gesprächs und der Begegnung, auch in Österreich. Nach dem Gebet die Arbeit. Die Mönche sind Selbstversorger aus Tradition und Überzeugung. Vater Raphael war auch im Heimatkloster schon in der Küche. Er kennt die Tränen beim Zwiebelschneiden. Ja, von den Zwiebeln hat man bei uns im Heimatkloster immer gesagt, kriegt man Tränen der Reue, das wäre mal lustig. Vater Theoklitos, der ursprünglich aus Polen stammt, ist Ikonenmaler. 3 Jahre lang hat die Ausbildung gedauert. Hier im Pfarrhof kann er dieser Arbeit nicht nachgehen. Sie fehlt ihm sehr, sagt er. Fast täglich hat er in Chalkidiki gemalt. Aber ich weiß auch, dass bald werde ich das wieder machen können. Und mit der Hoffnung und Freude
warte ich drauf. Und was ich gelernt habe, das kann ich nie verlernen. Vater Arsenius ist mit seinem Bruder, dem Koch, als Sohn griechischer Eltern in Deutschland aufgewachsen und in das Arsenius-Kloster eingetreten. Gemeinsam sind sie jetzt hier und gehen den asketischen Weg der Mönche. Man fastet, man betet und dieser Verzicht, dann irgendwann merkt man, dass das wirklich halt kein Verzicht ist, sondern wirklich die Freiheit. Weil wenn einer raucht, sag ich mal, beispielsweise raucht und ich ihm die Zigaretten wegnehme, dann wird er ganz schnell merken, dass er halt nicht wirklich frei ist, sondern halt gefesselt und ein Sklave dieser Leidenschaft. Claudio Ungureanu ist der erste Novize der neuen Gemeinschaft und kommt aus Rumänien. Er schreibt seine Dissertation an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien. Das Burgenland erinnere ihn an seine Heimat, sagt er. Nette Leute, gläubige Leute, freundliche Leute. Ja, das ist Burgenland. Ich mag es sehr. Gott sei Dank, dass wir da sind. In St. Andre am Zicksee soll das Kloster errichtet werden. Doch dort formierte sich Widerstand gegen das Projekt. So etwas passe nicht hierher, meinten viele. Aber ein Unterstützungsverein leistete Überzeugungsarbeit und bei einer Volksbefragung sprach sich die Mehrheit für das Kloster aus. Der Abt hat Verständnis für die Kritiker. Wir sind doch etwas Fremdes für die Leute, sagt er. Ich glaube schon, dass die Leute sich an uns gewöhnen, so wie wir uns schon längst an sie gewöhnt haben. Auf die Höhe gesetzt. Die Pläne für das neue Kloster Maria Schutz sind schon sehr konkret. Es soll ein markanter Bau werden, mit der Kirche im Zentrum und Platz für viele Zellen. Auch Besucher, ob orthodox oder nicht, werden willkommen sein. Die Mönche freuen sich auf die Vielfalt der Aufgaben, die sie dort erwartet. Weihrauchkerzen, Schreinerei, Ziegen, Hühner, Gartenarbeiten. Ja. Hier am Ortsrand von St. Andre soll das erste orthodoxe Kloster Österreichs entstehen. Wenn alle Genehmigungen rechtzeitig kommen, hoffen die Mönche auf einen Spatenstich im Herbst. Der katholischen Kirche, die den Grund gestiftet hat, sei er sehr dankbar, sagt Abt Paisius. Der Ort ermöglicht einen Blick ins Weite. Das erinnert den Abt an seine Kirche. Obwohl viele ja sagen, die Orthodoxie sei konservativ und ein bisschen eng und streng. Aber ich habe in dieser Kirche eine sehr große Weite kennengelernt. Jeden Abend und jeden Morgen ruft Vater Arsenius im Pfarrhof zum Gebet. Wie auf dem Berg Athos, wieder heim auf Chalkidiki. Schon bald, hoffen die Mönche, wird er es wieder in einem richtigen Kloster tun.